Wir sind jetzt hier auf der Map. Map. Welche Map? Brusilov, Bergfried. Ich glaube, das war sogar die Map, die ich im CTE gespielt habe. Oder? Nee. Oder? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit den neuen Maps jetzt wirklich nicht so gut aus. Ich weiß nicht, irgendwie. Also Luftkopfpass oder sowas habe ich gespielt. Ich weiß aber nicht, ob so eine Map heißt oder ob einfach die ganzen Maps so heißen. Weil Pass hört sich nicht an nach einer Map. Boah, der rennt einfach durch. Er ist der Kill abgestaubt. Hihihihihi. So, mal sehen, ob ich diese Runde aber die neue Waffe freischalten kann. Ach Mann, schade. So, ja, mal sehen, ob ich die neue Waffe diese Runde freischalten kann. Zwei Kills habe ich ja schon mal. Ich weiß nicht, wie viel mir noch fehlen. Ich glaube noch acht. Ja, noch acht Kills. So, das muss ich noch diese Runde schaffen. Hoffentlich kann ich sie diese Runde. Kann ich sie euch schon diese Runde eventuell zeigen? Oder halt gegebenenfalls, gegebenenfalls dann nächste Runde. Kein Problem. Ne? Also mein Plan ist eigentlich jetzt beim Battlefield Parts euch alle Karten zu zeigen. So. Weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt die dritte Karte. Ne, die kam bis jetzt nur positive Erfahrungen. Lol, verpiss dich, Alter. Ja, es gibt da Frauen jetzt im Battlefield, ne? Ist hier runtergefallen? Nö, aber ich. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich da runterfalle, oder? Alter, wie kommt man? Wie ist mal? Wie viel Mühe gibt die sich? Was war das denn gerade? Lol. Alter, ich bin einfach von der Leiter abgebaut und runtergefallen. GG. Oh, du Bastard, ey. Ja, jetzt kommen die Deutschen. Ja, Österreich, Ungarn. Ist doch das gleiche, ey. Gehört zum Deutschen her. Ja, die haben das in so zwei Parteien sozusagen gemacht. Österreich-Ungarn und Deutsches Reich, weil sie. Es kann nicht sein, dass man wirklich jede Runde immer nur gegen das Deutsche Reich kämpft. Ja, deswegen haben sie auch unter anderem die Rote Armee jetzt dazu geholt. Geil, dieser Punkt zählt zum Objective. Ach lol, der chillt dann so im MG. Ich wusste gar nicht, dass er ein Teammate war. Das ist Taranka. Ey, das ist Lord Taranka. Hallo Lord Taranka. Ey, mein Kill, du BA-Start. Lol. Eigentlich habe ich ja zwei gedrückt. Ach so, weil ich diese Waffe ausgerüstet habe. Alter, komm schon. Ja, weil ich diese Waffe ausgerüstet habe. Kann ich mir hier so einen Spot machen? Boah, richtiger Rainbow. Alter, ich mache es jetzt gerade richtig wie so ein Rainbow, wenn hier jemand durchkommt. Aber erstmal einen Spot machen. Ich dreh gleich durch, ey. Mein Aim heute. Oh, ich weiß nicht, wie dieses Mikrofon ist, wenn ich laut bin. Ich hoffe nicht allzu schlecht. Also ich hoffe, man hört. Ich hoffe, es ist keine komplette Eskalation des Mikrofons. Wenn ja, tut mir das leid. Auf jeden Fall. Aber manchmal muss auch die Luft raus. Ja, hätte ich schön messern können natürlich, aber I need the skills. Meine Taktik ist sogar in Rainbow sehr. Ja, konnte ich jetzt nicht zeigen, die ich in Rainbow manchmal mache, ne? So in die Hocke gehen. In Rainbow hat es keinen Effekt. Ich weiß also auch nicht, warum ich das mache. Eigentlich so ein bisschen um diese Hitbox so zu verringern, ne? Aber ja, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, wie es dann in Battlefield ist. Diese Taktik sozusagen habe ich sogar aus Battlefield. Hier, man rutscht, wenn man so Kreis drückt. Und wenn man so, so zack dahin, so zack dahin, um irgendwas abzusaven.
Gib mir Aptechka. Sag mal, gib's weg. Ich find's geil, dass das wirklich jetzt jede Partei auch die Sprache spricht. Das gefällt mir, dass sie auch neue Sprachen immer reinbringen, wenn sie neue Nationen dazu tun. Aber ich finde, die Russen hier in dem Spiel hören sich ein bisschen zu sehr an wie irgendwelche russischen Nachrichtensprecher, meiner Meinung nach. Na, ich gucke jetzt zwar keine russischen Nachrichten, aber wenn wir halt in der Familie zu Besuch sind, ist da immer der Fernseher mit irgendwelchen komischen Nachrichten am Laufen. Oh scheiße, ich dachte, man wird hier so weggeströmt. Das ist eigentlich witzig. Die Strömung also mitreißt. Tja, das passiert, wenn man trollt. Das passiert, wenn man trollt. 2 Kills mehr für mich. Wo noch witziger wäre es, wenn ich mit Bayonettangriff reingerannt wäre. Was sich dann der andere Teammate gedacht hätte. Oh ne, sind mir zu viele Mörser, ich verpiss mich. Ja, also bis jetzt der neue Modus. Mann, ich hasse das mit dem Nachladen. Ja, also der neue Modus bis jetzt gefällt mir sehr. Was mich ein bisschen aufregt, ist halt dieses kleine Gebiet. Ich finde, es ist... Alter, wir werden auch hier richtig krass geschäft, immer noch. Also ja, was mich ein bisschen stört an dem Modus, ist, dass die Leute mit Mörser immer... Also, dass es immer hier Leute mit Mörser gibt, ne? Das regt mich ein bisschen auf halt. Weil die Einsatzzielpunkte sind halt so klein, dass... Das ideal ist für Mörser. Die chillen sich einfach hin, die sehen, zack, jemand ist an dem Punkt, bumm, und kostenloser Kill. Das fuckt mich ein bisschen ab. Weil dann ist halt, da macht dieses skilllose Mörsern noch weniger Skill. Also, das braucht dann noch weniger Skill. So, ich chill mich mal hier so hin. Nein! Komm schon, komm schon! Jawohl. Da habe ich ihn sogar ernsthaft gehört. Ich habe ihn noch ernsthaft gehört. Leute, die Obrest-Pistole. Was ist das denn für eine Pistole? Oh, sieht mal richtig abgespaced aus. Ich weiß nicht, ob sowas im Ersten Weltkrieg gab. Warte, kann ich mir ganz kurz ansehen. Nee. Obrest-Pistole. Alter. Die sieht richtig abgespaced aus. Erinnert mich an diese Pistole aus Episode 7, die Rey hatte. Ich weiß nicht, ob sie euch bekannt wurde. Oder die Brian Pistole aus Battlefront. Sieht auch so ähnlich aus. Jetzt die Frage, wie viele kennen sich aus dem Battlefront? Ich tue es. Ah, ich muss mal wieder Battlefront spielen. Also ja, bald ist ja die Beta zu Battlefront 2. Oh, oh nein. Bald ist die Beta zu Battlefront 2. Und bis dahin möchte ich noch ein paar Streams zu Battlefront machen. Ja, weil dieses Spiel, das einzige, was mich halt stört an dem Spiel, warum ich es halt nicht mehr so regelmäßig spiele, weil es halt andere Leute nicht mehr spielen. Das Spiel ist ein bisschen ausgelutscht, ne? Ja, nicht ausgelutscht, aber ausgestorben. Ausgelutscht nicht, aber... Ich habe zwar noch in meiner PSN einige, die spielen, aber... Oh, noch ein Kill mit der Serie Gotti. Also ich habe natürlich in meinem PSN immer noch viele, die das Spiel spielen, aber das reicht nicht. Die paar Leute in meinem PSN entspricht ja nicht einer ganzen Community oder Lobby. Die ganzen Leute in meinem PSN, die spielen, die sind auch zum Beispiel nie in Streams und so dabei. Also viele nicht. Sieht jetzt ein bisschen, dass ich auf den Killgrad gehe, ne? So Killgeier. Ja, aber ich brauchte nur diesen 41. Kill. So, ich möchte noch nicht mehr reanimiert werden, ich möchte jetzt eine neue Waffe testen. Oh, die Fedorov. Fedorov wahrscheinlich. Ja, russische Aussprache, natürlich Fedorov. Die ist automatisch. Die ist richtig nice, ey. Ich komme zu dir, sobald das Feuer weg ist, du Assi. Die Medi-Waffe ist geil. Die Medi-Waffe ist mal richtig geil. Alter, die Waffe ist richtig stark, ey.
Ja, okay, ich habe sie jetzt auch auf 2 Metern immer nur getestet. Dann halt nicht. Ja, mal sehen, wie sie auf weitere Distanz ist. Ich schätze mal nicht so stark. Auf mittlere Distanz vielleicht noch, aber nicht auf weitere Distanz. Weil es auch zu OP wäre. Wo ich habe so gehört von der und der Seite, dass die Waffe schon ein bisschen OP ist. Ist so komisch, wenn man im Battlefront, ja, im Battlefield die Gegner hört. Also ich meine, wenn man darauf achtet, weil das kein Mensch tut, glaube ich. Ob kein Mensch achtet, wenn hinter mir jetzt einer kommt. Also ich habe ihn gehört, deswegen. Ja, weil Battlefield ist ein Spiel, was man gerne halt den Audio über den Fernseher oder sowas hat, ne? Also nicht gezwungenermaßen über Headset hört. Wenn ich sterben. Also zum Beispiel einer, der Rainbow spielt, muss natürlich auf alles achten. Der muss halt hören, wenn da einer ist. Alter, was ist gerade ein schlechtes Aim am Start. Hier ist die Granada. Zack, neuer Klassenrang erreicht. Mit dem Medi, oh, mit dem Medi möchte ich definitiv noch Level 50 werden, also Stufe 50. Alter, was ist denn los hier? Lol. Medi? Hallo? Alter, zwei Medis chillen 5 Meter neben mir. Keiner holt mich. Please. Please. Ja, aber ich stehe positiv. So, gibt es noch irgendwelche anderen Waffen, die ich gerne haben möchte? Visier gibt es auch noch. Muss ich mit dem Selbstlader 50 Kills machen? Ne, lass mal. Mit der Mondragon? Ah. Achso, ne, diese Waffen gehen mir am Arsch vorbei. Ach, mit der Pistole C96, 20 Kills. Doch, das ist die C96. Ach, ganz ehrlich, komm, ich spiele. Lass mich erstmal ein bisschen mit dieser Waffe spielen, weil bis jetzt gefällt die mir, weil Medi, beste Kla. Oh, nein. Nein! Ich wollte eigentlich so messern, so machen. Schon. Jawohl. Also ja, Medi ist halt einfach meine Lieblingsklasse. Wollte gerade schon sagen, Operator. Ja, meine Lieblingsklasse und ja, wenn die Lieblingsklasse halt eine automatische Waffe hat, wieso nicht? Bei Medi ist ja klar, warum Medi, ne? Guckt einfach mal in den Namen dieses Kanals. Oder hier einfach auf Platz 4. Dann die wissen schon Bescheid. Ich hole mir erstmal den Typen hier nicht. Ich hab dich! Ja, Luis, ich hab dich! Los, Luis, auf in den Kampf. Luis. Nein, Luis. Helf mir. Wo bist du, Luis? Was macht denn da der Hund? Boah, jetzt hat er 2 Kills an mir bekommen. Geil. Der hat mich gerade zweimal umgebracht, Penner. Mann, Luis, das kann doch nicht wahr sein, ey. Okay, auf in den Kampf. Meine Fresse, ey. Was geht da nicht drauf? Was wagt er es nicht drauf zu gehen? Naja, Niederlage. Ich habe ganz gut gespielt, also bis das, ah doch, Luftkompass ist eine Map, aber die sieht der sehr ähnlich. Also ich finde Luftkompass und diese Map sehen sich sehr ähnlich. Naja, ich bedanke mich an alle fürs Zusehen, wünsche euch jetzt auch allen einen schönen Tag, bis dann, tschüss.